18 Uhr, kurz vor Feierabend. Jo, Dr. Ingo, bin gleich fertig mit dem Wischen. Ja, Wahnsinn, dann können wir endlich Schicht machen. In der Tat, das könnt ihr. Frau Bull! Auf so eine dumme Bemerkung und du bist zuerst dran, Zivi. Bull, Sie wollen uns doch wohl nicht etwa kaltblütig erschießen? Nein, das wäre mir nicht sicher genug. Puh, ich dachte schon, es wäre aus. Kein Mensch kann die Retter alleine aushalten. Da könnten Sie sogar recht haben. Jungs, kommt raus! Au, Kacke. Das ist ja eine ganze Armee. Hebt die Gewehre. Die meinen das ernst. Tu doch was, Rufus. Nein, stillgestanden. Anlegen. Agent Bull, warten Sie. Auf mein Kommando. Eins. Hier kommen wir nicht mehr raus. Zwei. Nicht doch. Das ist das Ende. Oh. Leb wohl, Susanne. Susanne? 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 Wer ist denn Susanne? Ach, weißt du, damals, ich war selbst noch ein Zivi. Und irgendwann auf dem Damenklo sah ich sie. Sie war wunderschön. Wir verliebten uns sofort. Und nach 4 Wochen voller Liebe und Zuneigung. Ingo, was ist mit dir? Du bist so still heute. Geliebte, morgen beginnt mein Studium. Wir müssen uns trennen. Ihr Weiber lenkt mich nur ab. Oh, Liebster, wie schrecklich und so plötzlich. Denk nicht an morgen. Nur diese Nacht zählt. Küss mich, mein Buttertörtchen. Ich habe sie seitdem nie wieder gesehen. Und jetzt, wo ich dem Tod ins Auge blicke, gelten meine letzten Gedanken. Oh, Rufus? Zentrale? Die liegen hier alle ohnmächtig am Boden rum. Na klar, du hast sie alle matschig gelabert. Oh, mein Kopf. Komm, Zivi, wir müssen hier weg. Was ist mit Rufus? Los, Rufus, auf die Beine. Da läuft ja Sülze aus seinem Ohr. Dann musst du fahren, Zivi. Mist, Agent Bull wird auch schon wieder munter. In den Wagen, schnell, bevor die Soldaten aufwachen. Ich halte euch die Tür auf. Und du, Rufus. Schnallt euch an. Wartet, bleibt ihr wohl hier? Da, Agent Bull torkelt auf uns zu. Fahr los. Warum springt er nicht an? Gleich hab ich euch. Gib nicht so viel Gas, Mann. Weißt du nicht, wie man fährt? Doch, ich hab meinen Führerschein schon seit einer Woche. Seit einer Woche? Mann, Zivi, hast du einen Fahrstil? Ich bin ein guter Fahrer, ne? Du bist ein Arschloch. Was war das denn? Ich glaub's nicht. Agent Bull fährt hinter uns her. Er schießt auf uns. Nach vorne an der Ampel, rechts ab. Nach rechts? Innenspiegel, Außenspiegel blinken. Dr. Ingo, nach rechts? Verdammt, Zivi, tu, was ich dir sage. Na gut, wie du willst. Zivi, was machst du doch nicht in die Fußgängerzone? Du hast doch gesagt, nach rechts. Ja, aber ich meinte doch links. Hilfe, Dr. Ingo, die Menschen laufen mir vors Auto. Mist, Agent Bull holt auf. Schneller, Zivi! Da vorne ist eine Kreuzung! Nach links auf die Hauptstraße! Scheiße, da hinten öffnet sich eine Brücke, die Straße geht hoch! Ich krieg euch! Nicht bremsen, Zivi! Ich kann doch nicht über die Brücke springen! Doch, du kannst! Oh nein, das glaube ich ja nicht! Unglaublich, wir haben es geschafft! Und Agent Bull? Spitze, das verschafft uns Vorsprung. Ich würde vorschlagen... Was ist, Zivi? Guck mal, der Brückenwärter ist gar nicht in seinem Häuschen. Tatsächlich? Wo ist der nur? Ich liege hier unten. Oh, da guckt ein Bein unter unserem Wagen hervor. Verzeihung, gibt's hier ein Motel in der Gegend? Ich weiß nicht. Da müssen wir eben eins suchen, ne? Guter Vorschlag. Gib Gas, Zivi. 21 Uhr. Hates Motel. Mann, wie aufregend. Wir sind auf der Flucht vor Interpol. Komisches Hotel. Überall ausgestopfte Tiere. Hör mal, Dr. Ingo, die Frau nebenan duscht sich. Gehst du wohl weg von der Wand? Och, Menno. Wenn hier einer lauscht, dann ich. Oh je, jetzt hat sie bestimmt eine Kakerlake entdeckt. Achtung, Zentrale an Dr. Ingo. Ja, Dr. Ingo hier? Deine neue Freundin hat gerade angerufen und gefragt, ob es bei eurer Verabredung morgen bleibt. Natürlich. Schon wieder eine Freundin? Naja, noch ist sie mit irgendeinem Volltrottel zusammen. Aber bald macht sie Schluss mit dem Idioten. Hast du mal ein Bild? Ja, klar. Hier. Aber Rufus, warum wirkst du denn Dr. Ingo? Das ist meine Freundin. Du liebe Zeit, was mache ich denn nur? Ich weiß. Domian. Hallo Domian. Rufus erwürgt gerade Dr. Ingo. Sein Genick knackt schon. Und wie lange wirkt Rufus schon? Was weiß ich, 6-7 Sekunden. Und ist dieses Würgen eher ein angenehmes oder ein unangenehmes Gefühl für Dr. Ingo? Was? Natürlich unangenehm. Unangenehm. Pass auf, Zivi. Ich schlage vor, dass Dr. Ingo gleich mal mit unserer Psychologin spricht. Was? Toller Tipp. Tschüss dann. Ich nehme lieber die Bratpfanne. Danke, Zivi. Das wurde aber auch Zeit. Zeig mir doch auch mal das Foto. Hey, die Frau kenne ich, mit der treibe ich auch jeden Abend. Nicht doch, Rufus, das war ja nur ein Scherz. In Deckung! Kommt
kommt raus! Ich weiß, dass ihr da drin seid! Verdammt! Woher weiß Bull denn, dass wir hier sind? Los, Zivi, antworte! Ich kann nicht, Rufus wirkt mich immer noch. Lass ihn los, Rufus. Ja. Danke, Dr. Ingo. Hast du vielleicht mit irgendwem telefoniert? Telefoniert? Nö, nur mit Domian. Idiot! Rufus, dort weiter. Ja. Ich hatte keine andere Wahl. Oh ja, verstehe, nicht wahr, Rufus? Er hatte keine andere Wahl. Flugplatz. Das hörte sich an wie Flugplatz. Es gibt hier in der Nähe einen Flugplatz Richtung Ost. Richtung Ost. Ostern? Nein, Osten, du Idiot. Dann raus hier, durch die Hintertür. Weg hier! Lauf! Lauf!